der Weg zu deiner inneren Heimat. Unser Denken bestimmt unser Leben. Die Aufmerksamkeit gegenüber deinen Gedanken erschafft eine Änderung in deinem Leben. Das heißt, indem du lernst, deine Gedanken zu beobachten, wirst du bemerken, was du ständig denkst und kannst diese dadurch auch ändern. Erkenne, dass du die Macht hast, zu entscheiden, wirst du gedacht oder denkst du selbst. Dein Denken beeinflusst das Unterbewusstsein, welches durch die ständig wiederholenden Gedanken diese Befehle ausführt und so dein Leben gestaltet. Du bemerkst, welchen Einfluss du selbst auf dein Leben hast. Hier ist die zweite Übung für diese Woche. Such dir einen Platz, an dem du dich in einer aufrechten Haltung zur Ruhe begeben kannst. Gib dir, wenn möglich, 15 bis 30 Minuten Zeit, um einfach zur Ruhe zu kommen, ohne Musik oder Sonstiges. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Und jedes Geräusch bringt dich nur noch mehr in eine angenehme Entspannung. Nachdem dein Körper zur Ruhe gekommen ist, beobachte nun alle Gedanken. Du wirst feststellen, dass sich viele davon wiederholen. Und jene, die dich in ein Unwohlsein drängen wollen, darfst du mit Liebe wieder verabschieden. Die Herausforderung ist es zu unterscheiden lernen, welche Gedanken dich erheben und welche dich unten halten wollen. Schau dir alle Gedanken neutral an, ohne dir ein Urteil darüber zu bilden, ob sie gut oder schlecht sind. Darin liegt die Kunst der Achtsamkeit. Übe dich täglich darin, und wenn du länger als eine Woche bis zur nächsten Übung dafür benötigst, ist das auch in Ordnung. Deine Gedanken beobachten lernen und sie zu sortieren ist eine große Bereicherung für dein Leben und deine Zukunft. Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.